Ja, und wir haben es gerade gehört, das wird heute noch ein ziemlich frischer Freitagabend. Das Wetter ist uns heute deshalb auch noch mal ein Thema wert in der Sendung dazu gleich. Aber erstmal grüße ich Sie ganz herzlich am Freitag zu Brisant heute. Ja, es gibt traurige Themen, die nehmen wir aus dem vergangenen Jahr mit ins Neue rein. Das gilt auch für vermisste Kinder in Deutschland, die immer noch nicht wieder da sind. Ein neuer Name kommt jetzt hinzu, Eileen. Sie ist 15 Jahre alt und sie kommt aus Essen. Gut, das ist ein Alter, da könnte man hoffen, sie ist vielleicht mit dem Freund am Arm doch weggelaufen. Dennoch, das ist leider so, ihr Verschwinden ist sehr merkwürdig. Es gibt viele Einzelheiten, die erstaunlich sind und auch deshalb wird diese Sache so ernst genommen. Also diese Frage und Sorge nehmen wir mit ins Wochenende. Zu diesem Fall aber gibt es heute schon Neues. Ein verurteilter Vergewaltiger, der auch noch unter Bewachung steht, verschwindet aus einem Brauhaus und ist seitdem auf der Flucht. Das ist die Geschichte. Da stellen sich jetzt viele Fragen. Er war ja in Sicherungsverwahrung. Warum war er dann draußen und eben nicht sicher verwahrt? Inzwischen wurde Strafanzeige gegen die Bewacher dieses Mannes gestellt. Und das Justizministerium, das hat Brisant gegenüber eingeräumt, ja, die haben da definitiv einen Fehler gemacht, denn der Mann ist ja weg. Bislang wird er nun gesucht. So, und wir schauen jetzt mal noch, was uns das Wetter zum Start ins Wochenende bringt. Wenn stimmt, was uns die Kollegen vom Wetter den ganzen Tag schon so versuchen zu erklären, dann ist das Sofa der beste und sicherste Platz für den Freitagabend. Es soll glatt werden und zwar so richtig gemein und gefährlich. Einen Eindruck von dem, was kommen soll oder könnte, gab es schon in einigen Ecken Deutschlands. Und darauf schauen wir jetzt auch. Und wir schauen auch gleich noch eine ganze Ecke weiter, und zwar in die USA. Da ist es auch kalt. Und die räumen aus Sorge vor dem, was kommt, die Supermarktregale inzwischen schon leer. Das ist ein Bild von dort. Also jetzt machen wir den ganz großen Wetterrundumblick und wir fangen bei uns an. Und da sieht man, dass die Kälte auch ganz unerwartete Probleme macht. Also das Wetter bringt uns ein spannendes Wochenende, so wie es aussieht. Schauen wir weiter auf diesen Tag. Während die Politik sich Gedanken macht über Flüchtlingsobergrenzen, ja oder nein, sind weiter tausende Menschen unterwegs über den Wasserweg von der Türkei nach Griechenland, um nach Europa zu gelangen. Nun sind wieder Flüchtlingsboote gekentert und es gibt wieder viele Tote, darunter sind auch Kinder. Wieder sind es diese traurigen Bilder, die das Problem zeigen, das die Weltgemeinschaft noch nicht in den Griff bekommen hat. Ja, Sie merken, auch beim Wünschen kann man dann an seine Grenzen stoßen. Nochmal, schöne neue Welt der großen Möglichkeiten. Sie können Fisch einfach nur essen oder Sie schlüpfen demnächst einfach mal rein. Und zwar geht es hier um Mode mit gutem Gewissen. Also das, was wir eh produzieren, eben mal nicht wegzuwerfen, sondern wieder zu verwerten. Zum Beispiel für so eine Hose. Gut aussehen und die Vermüllung der Meere stoppen. Das wäre so der Ansatz dafür. Denn die traurige Wahrheit ist ja heute, und da müssen wir uns alle am Ohr ziehen, wissen wir alle, dass wir viel zu viel kaufen, anziehen und dann wegwerfen. Also warum nicht zur nächsten Party in der alten Wasserflasche gehen? Auch so kann man im Kleinen was verändern. Ja, man könnte sich ja fragen, worüber Rumor Willis hier wohl geredet hat in diesem Augenblick. Wer nicht täglich die bunten Blätter einatmet, für den mal ganz kurz zur Erklärung. Rumor Willis ist die berühmte Tochter noch berühmterer Eltern. Mehr Hollywood-Gene gehen eigentlich gar nicht ins Erbgut. Bruce Willis und Demi Moore sind nämlich die Eltern. In Berlin zur Modewoche hat sie uns jetzt erklärt, dass das auch modisch Vorteile hat. Die Rosen bleiben nämlich in der Familie. Ich hatte mal ein Weihnachtsmann-Kostüm an, aber ich glaube, das war auch ganz in dieser Zeit. So, wir freuen uns jetzt auf Mr. Das Boot, Jürgen Prochnow. Den haben wir heute auch in der Sendung, dem wir immer noch dankbar dafür sind, dass er aus Herbert Grönemeyer keinen Schauspieler machen konnte. Zum Glück, was wären wir ohne seine Musik? Aktuell ist Jürgen Prochnow nun in Berlin und so wie es aussieht, sehen wir ihn da jetzt häufiger. Das ist doch sehr schön. Wer braucht schon Sonne in Kalifornien, wenn man hier mit uns frieren kann? Wir haben geplaudert mit ihm über Glücksfälle in seinem Leben, die Herausforderungen des Älterwerdens. Ja, sie treffen auch ihn. Und wann er sich gar nicht sehen mag. Auch solche Momente gibt es. Also Jürgen Prochnow bald in Berlin. Wenn Sie jemals ein gebrochenes Herz hatten, dann hat sie die Songs dazu. Ellie Goulding, das ist die Frau, die auch den Titelsong zu dem Kuschel- und Verpackungsfilm 50 Shades of Grey gesungen hat, erinnern Sie vielleicht. Man kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Diese Frau hat sich erst gar nicht getraut zu singen, weil ihr nämlich jemand gesagt hat, deine Stimme klingt komisch. Tja, komisch finden offenbar viele Menschen sehr wunderbar. Wie hat ein Fan von ihr auf Twitter geschrieben, wenn ich deine Musik höre, dann könnte ich nur noch weinen.
Wir haben es zum Auftakt Ihrer Welttournee trotz all dem Schluchzen in Hamburg trotzdem mal mit ein paar Fragen versucht. Also, da hatten viele Spaß in Hamburg. Und was machen die Royals, während die schwedische Prinzessin Madeleine gerade Familienurlaub macht auf den Malediven? Da arbeitet der Rest der Familie. Am Ende dreht sich's aber doch wieder alles um. Babybäuche, Kindersingen, Mensch, ist doch auch das Schönste. Und dann starb auch noch ihr Bruder, also wirklich traurige Zeiten gerade für die Sängerin. Südafrika hat uns einst Howard Carpendale geschenkt und offenbar wollen sie den nicht wiederhaben. Dafür ist dieser Mann hier in der Mitte ein Star in Südafrika. Jetzt ihm geht es wie den Damen neben ihm. In Deutschland können sie unerkannt in der Wäscheabteilung shoppen. Es gibt keinen Skandal, aber im Ausland, da ist das ganz anders. Da sind diese drei hier nämlich alle ganz große Stars. Also sichern Sie sich am besten jetzt schon ein Autogramm von den dreien, wenn Sie mal im Urlaub sind. Da ist es viel wert. Also, wenn es hier mal nicht läuft, vielleicht suchen Sie sich einfach den Dieter Bohlen im Urlaubsland und dann geht's los. So, jetzt sitzen wahrscheinlich schon alle ganz kleinen Gäste vor dem Fernseher, denn der größte Star, der kommt jetzt und das ist der Sandmann. Da wünschen wir allen viel Spaß und Ihnen wünschen wir ein gutes Wochenende. Kommen Sie gut und vorsichtig durch den Winter. Tschüss.